Hallo und herzlich willkommen zurück bei Don't Starve Together. Wieder mit dabei die wunderhübsche Lerina. Hallo. Und der extreme Extrem zockt. Hallo. Da oben läuft ein Geist bei mir. Ja, bei mir auch. Wir sind. Oh! Hi. Ja, wir sind ja passend in die neue Aufnahmesession reingekommen. Es wird jetzt Nacht. Das passt ja super. Ich habe in der Zwischenzeit zwei Kisten noch gecraftet. Eine für so Bergbaumaterial und die anderen zwei einfach so für Kram. Kühlschrank haben wir ja für Essen. Das ist schon mal ganz gut. War schon da. Wir haben das Problem, dass bald die Hunde kommen. Aber Lerina ist ja Profi und weiß ja, wie man die Hunde am besten besiegt. Genau, so ein Profi, dass in der ersten Folge gestorben ist. Aber nicht als erster. Das will ich mir nur mal anmerken, ne? Ja, du hattest ja geschrien, Kollege. Ich brauche Hilfe, das sind Würmer. Echt mal. Oh, die Lerina hat auch ein Geschenk. Ich krieg ein Geschenk. Ich hatte auch ein Geschenk, das war eine Hose. Ich hatte hier dieses karierte Schirm, das ist cool. Kann ich das? Okay. Oh! Okay. Okay. Ach, das sind neue Sachen. Ach so, okay. Ja. Oh Gott, ein bisschen. Ja, gut, okay. Wir müssen jetzt gucken. Ein Schinkenkeule, okay. Hat jemand Zweige und ein Seil vielleicht für mich? Ich habe Zweige. Ich habe ein Zweig. Gibst du mir mal. Oh, danke schön. Das ist, Seil kann ich mir auch selber herstellen. Kannst du Seil herstellen, ja? Hätte ich dir jetzt eins gemacht. Ich hoffe es. Ich muss erstmal finden, wo war das denn? Unten beim Diamanten. Ah, ja, kann ich. Alles gut. Kann ich mir nämlich jetzt auch mal was machen zur Verteidigung. Ich denke, das wird wichtig sein. Ich will Gräber ausgraben. Ich will Gräber ausgraben. Ich gehe mal so ein bisschen, weiß ich nicht, Holz besorgen. Ich gehe mal Stein. Essen besorgen, weil wir haben nämlich nichts mehr. Echt? Im Kühlschrank ist nichts mehr? Da ist nicht mehr so viel. Das ist, das ist ganz, ganz wenig. Im Kühlschrank. Soll ich ein Grab ausgraben? Also ich habe Angst, dass er ein Geist ist. Geh hast mal du weiter kein, weg. Hast du ein Speer? Nö. Ja, das. Die Bären sind halt schon faulig, also fast faulig, die kann man aber eigentlich nicht mehr essen, weil die machen jetzt schon ziemlich, oh, ich bin fast verhungert, das läuft vielleicht, erst einmal, ne? Nom 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 nom. Nom 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 nom. Dann suche ich nom, auch nom, mal nom. Nach Essen. Ja, Bären und so wäre gut. Wir bräuchten Kaki. Wir vielleicht, ich guck mal, was wir brauchen für einen Kochtopf. Ich glaube, wir hatten schon fast alles zusammen für so einen, oder? Ich weiß es nicht. Ich weiß nie, wo die Sachen hier sind, ey. Moment, ich suche es. Ich sammle mal so prinzipiell alles, aber klar, wenn ich Essen sehe, nehme ich das natürlich auch mit. Hier. Verdammt, Water. Ich muss erstmal zwei Wir Zweige brauchen suchen. Geschliffene Steine, das müssen wir machen an der Werkbank hier. Holzkohle, da müssen wir Bäume verbrennen und Zweige. Ich gehe mal verbrennen, weil ich habe ja das Feuerzeug. Okay. Ja. Oh, ich dachte gerade, die Biene, die gerade in mein Ohr gesummt hat, ich dachte gerade, die wäre hier in meinem Zimmer. Das kam so echt rüber. Oh Gott. Ich habe hier ein Schwein, das fütter ich mal, damit es uns Kaki gibt. Für ein Feld dann, was wir machen können, damit wir anpflanzen können. Ich glaube, ich habe mein Feuerzeug irgendwo liegen gelassen. Das ist natürlich jetzt lustig. Nicht so toll. Das ist wunderbar. Ich geh's mal suchen. Ich muss das ja wieder haben. Ich weiß gar nicht, wie man das dann hinterkriegt. Ich muss mal suchen, mal gucken, ob es. Ich glaube, du kannst alles, was du verlierst, was dein eigen ist, wiederbauen. Ich könnte zum Beispiel auch meine Abigail, wie sie, glaube ich. Ja, die Blume. Oh Gott, hier ist ein Metallnashorn. Ja, die muss in Ruhe lassen. Frösche. Die sind stark. Nicht machen. Mach das schon nicht. Oh nein. Oh, hier ist ein Hasending. Oh, wir müssen Hasenfallen bauen. Das Schwein will, glaube ich, gerade das Nashorn killen. Ich bleib mal hier stehen und guck mal, was passiert. Vielleicht kriegt's das Schwein ja hin. Marsha, dein Ernst? Ja. Ich kämpfe jetzt. Beinchen. Bei mir kämpfen gerade Schweine. Oh, jetzt hat das Ding mich. Ah. Renn weg. Auf um dein Leben.
Es ist weg. Dann kann ich mir das Steak von dem Schwein nämlich holen. Schweinesteak. Oh, jetzt hat mich das Ding gesehen. Verdammt. Ich geh da mal. Aber warum bin ich schon wieder so kamikaze? Kann mir das mal einer sagen? Ich weiß es nicht. Und nachher ruft sie wieder, hier sind Würmer. Und dann kommt wieder irgendwer. Oder irgendetwas anderes. Stimmt, fängt ja schon wieder Schweinchen. Genauso an. Hier ist ein Metallschwein, ja. Schweinchen, nehmt meine Bären und macht Kacki. Oh, ein Skelett. Oh, ein Kühlschrank. Ein Skelett? Mhm. Achso, so jemand am Boden liegt. Ich dachte, seit wann gibt es Skelettgegner? Nein. Das wäre es ja jetzt auch. Das wäre unheimlich. Oh, ich hab Honig gesammelt. Auch nicht. Oh, ich muss mal Blumen sammeln, sonst. Oh, ich hab Hunger. Verdammt. Ich habe 6 Makaki. Was ist denn das? Upu. Sammel mal ein bisschen Beeren. Ich habe eine Affenkralle. Ja, gefunden. Und ich habe einen Vampirzahn gefunden. Okay. Also Vampirzähne. Das ist zu Halloween so eine Aktion? Ich weiß es nicht. Gut möglich. Es gab ein Update bei dem Spiel. Weißt du? Mysteriös. Aber also bei mir gab es kein Update. Ja, ist schon was her. Also ja, ist schon. Ach so. Aber vielleicht ist es neu im Spiel. Könnte gut sein. Ich komm mal noch weiter nach unten zu euch. Wenn ihr da seid. Ich gehe wieder nach Hause. Ja, nee, das ist ja langsam mal wieder. Ja, ich habe mein Dingens nicht gefunden. Ich muss mal gucken, wie ich das vielleicht wieder mir herstelle. Ich weiß gar nicht, wo habe ich das denn verloren? Ich habe das doch nirgends hingelegt. Oh, es regnet. Oh nein. Oh nein. Da geht die Craziness schneller. Oh, runter. Verdammt, ich habe das Auge gefunden. Verdammt. Ich werde so sterben, ne? Mascha, merkst du schon, sie will schon wieder, dass alle bei ihr gucken? Ja, echt. Das letzte Mal. Nein, das ist... Aber ich wollte nur, okay. Da war ein Auge, Gebiss? Ja, das hab ich du auch. Du solltest gefunden. Das kochen, kann das nicht aufheben. Ja, warte, ich nehm's jetzt mit. Noch Marmorbräu mit. So, jetzt sollten wir aber echt mal. Zurück. Das hab ich auch, im Pfahl hab ich auch gefunden. Braucht ein Pfahl. Ich hab ein Schweinesteak. Vielleicht mir mal kochen und futtern. Hier ist ein Wurmloch. Häng noch nicht durch. Erst morgens, damit sonst. Ja, ist das erst. Klar. Ja, okay, gut. Wir sollten langsam nach Hause extrem. Ja. Ich glaube auch, das wäre jetzt besser. Bin ich wenigstens schon so ein bisschen wieder gesättigt. Wollte ich nicht. Ich habe übrigens einen Teddybär hier. Ich weiß nur nicht, was ich damit machen soll, weil ich kann nämlich nicht nehmen. Bin noch so ein bisschen. Kann ich ihn hinlegen? Oh, jetzt liegt hier ein Teddybär. Oh, ich mach ihn. Oh, ist das süß. Ich mach ihn ein Lagerfeuer. Wo ist unser Heim? Hagel. Da, Bernie. Ja. Bernie, mein Bärchen. Ja, es fallen jetzt Metroiden runter. Echt? Ja. Ja, ich bin es. Wobei unseres Lagers sind. Da, war schon wieder oh, einer. Verdammt. Wenn wir getroffen werden, ne, sind wir ein bisschen. Ne, also, ich würde gerne anders. Ach, ein bisschen Aua, ja. Ja. Ein bisschen. Ich würde gerne eine Hasenfalle bauen. Ich muss mal gerade gucken, ob ich das nicht brauche. Ich hab einen Rasierer für dein Bart übrigens. Ja, ne? Ich hab mir gerade eingecraftet. Voll lebensecht, dieses Ding. Okay. Honigumschlag. Auffrischungsimpfung, okay. Kurz heilen hier mit den ganzen Blumen. Frischer mir gut ja, was abgezogen. Wir müssen eigentlich mal Steinmauer bauen, weil das ist natürlich etwas netter. Also falls wir hier bleiben wollen für die Zeit, die wir leben. Ich denke mal schon, dass wir hier bleiben, oder? Ja, wäre eigentlich praktisch. Doch, weil wir haben ja alles hier. Oh, hat jemand vielleicht gerade Gras gesammelt heute? Eben gerade irgendwie? Wie viel brauchst du? Moment.
Oh, ich habe aus Versehen Marsha alles gegeben. Ups. Wollte kurz. 6 Stück brauche ich. Danke. Dann mache ich nämlich eine Hasenfalle. Und dann haben wir immer schön Fleisch. Weil das ist nämlich sehr, also das sättigt hier sehr gut. Da oben nämlich bloß, den Hasen noch gesehen. Bloß du musst aufpassen, wenn du den Hasen halt tötest, sollte deine geistige Gesundheit oben sein. Ja, das weiß ich. Mach das immer hier. Ich finde das nämlich ziemlich gut. Jetzt sind auf dem Boden da, wo eingeschlagen ist. Okay. Gemeint. Ich gehe mal zur Hasenfalle. Bist du mal weg von meinem Baum? Nein. Ja, das. Glaub mir bloß, weißt du, wenn ich was anpflanze, kriegst du davon nichts ab. Falls ihr was anzünden wollt, dann nehmt einen Baum, der weit weg ist von irgendwas anderem, weil sonst fackelt ihr einfach uns alles ab. Das wissen wir schon, haben wir schon mitbekommen. Ja, das habe ich auch schon mal schmerzhaft miterleben müssen. Aber es ist ja eigentlich nur realistisch. Ja, das stimmt natürlich, das ist realistisch. Das stimmt. So, ich werde auf jeden Fall jetzt ganz viele Steine besorgen, denn wir brauchen die ja für eine Steinmauer. Ein Marmorbaum? Wie kann ich denn den abbauen? Mit der Spitzhacke. Stimmt, ne? Ist das dann Stein? Bestimmt, oder? Marmor. Cool. Habe ich eben auch schon mal einen mitgenommen. Schlechteste Art des Baums, die nicht entzündbare Art. Warum kann ich das denn nicht sammeln? Inventar voll? Nee. Toll, kann ich das vielleicht mit einer Schaufel einsammeln? Nö. Was, Marmor kannst du einfach so mitnehmen? Ja, ich hab den Marmorbaum zerstört, er liegt jetzt neben mir, aber ich kann ihn nicht einsammeln. Ich lasse ihn einfach mal da liegen. Okay, das ist merkwürdig. Ja, keine Ahnung. Aber ich bin wieder crazy, ich muss mal Blumen sammeln. Ich guck mal, dass ich jetzt mal ein bisschen Futter hier finde, weil sonst war bald irgendwie ein bisschen tot. Kommt irgendwie nie zu den Sachen, die man eigentlich machen wollte. Ich wollte eigentlich eine Fackel mal herstellen, aber das habe ich schon wieder vergessen. Das stimmt, man kommt echt nie zu den Dingen, die man machen will. Oh, was ist denn ein Grasbüschel? Das sah gerade aus wie ein Liegestuhl. Ich gehe mal hier oben weiter erkunden. Grase mal alle Steine hier in der Umgebung ab. Oh, hier wurde schon was zerstört von jemandem. Müssen wir noch ein Backpack machen bald. Hast du noch keinen? Ich glaube, ich habe bald ein bisschen Platz. Machen. Ja, ich sehe das schon, was ich zu essen brauche. Ich sammle doch schon. Hab Geduld. Also mir geht soweit eigentlich ganz gut. Alles von dem ganzen Zustand. Ich krieg langsam Hunger. Ich finde, die Hasen machen hier sehr komische Geräusche. Ja, eher so wie Meerschweinchen oder so. Ja. Sehr merkwürdig. So. Ja, full health ist so. Was mampfen. Klopf mal ein bisschen Stein ab. Tu das. Ja. Reicht. Und das ist schon wieder Abend. Aber echt gut Steine zum Glück in unserer Umgebung. Oh. Ich hab schon so viele auseinander. Da unten ist so ein. Ich hab's mitbekommen. Ich hab's mitbekommen. Ich hab ne. Oh. Was hast du? Was heißt denn? Also, Monkey heißt ja Affe. Was heißt Affenklaue. Ich hab ne Affenklaue gefunden. Ich dachte gerade erst, es wäre ein Arm, der so aus dem Grab herausstreckt. Ja, hatte ich vorhin auch gefunden. Boah, ist das gruselig gerade gewesen. Sorry, es war gerade echt gruselig. Ich habe mein Ding ist leider nicht wiedergefunden, mein Feuerzeug. Ich bin ein bisschen sad darüber.
Oh, Extreme, lass mal was machen. Lenkst du den Vogel ab und ich klau das Ei? Nein, mach das nicht! Was passiert, oh Gott, wenn wir das Ei klauen? Das ist Kamikaze. Weiß ich nicht. Ich hab das noch nie gemacht. Lass Dann testen das wir das jetzt einfach mal. Warte. Oh Gott, das ist so Kamikaze. Nicht, dass ihr sterbt. Nee, wir wollen auch mal einen Aufruf machen, dass alle bei uns gucken. Ja, echt mal. Auch vorsichtig, sagen wir einen Speer in die Hand. So, willst du den ablenken? Ich lenk den ab. Lenk ab. Hallo, Eiermann. Eiermann? Oh, der ist schneller als du. Kommt gleich. Oh. Weiter weg, weiter weg. Klopp, komm. Ich hab's Ei. Okay. Bring's nach Hause, versuch es wenigstens. Schaffst du ihn abzuhängen? Oder bring ihn vielleicht zu jetzt, das war's, das war's. Und wir haben Ei. Krass, was macht man damit? Das kann man kochen. Geh mal gucken, ob der wütend ist. Ich glaube, das sind auch andere Sachen, die du noch damit machen kannst. Steht jetzt bei seinem Nest rum und macht nichts. Okay. Vielleicht kann man die immer wieder ernten dann. Das wäre cool. Ich glaube, ich werde hier übernachten, wo ich gerade bin. Ich frage mich nur, was man halt mit dieser Affenklaue machen kann. Ich habe gerade auch eine gefunden, aber ich habe keinen Platz dafür. Keine Ahnung. Vielleicht kann man sie auch kochen und dann essen. Wär eklig, ne? Äste brauche ich. Wird gleich dunkel, Schnucki. Ich übernachte hier. Hier sind vier Haufen für Kaninchen. Also Kaninchenbaus. Die werde ich alle gleich mal belegen mit Fallen. Und nämlich alle paar Minuten Fleisch. Und dann können wir eigentlich gar nicht verhungern. Okay. Ja, ist okay. Ich gehe schon wieder ans Licht. Ist okay. Ach, verdammt, jetzt fehlen Stöcke. Hast du Stöcke, Marsha? Ja, wie viele? Kann man essen? Geröstete Birken, okay. Ja. Dankeschön. Oh Gott, das hilft nicht. Ach so. Oh. Alchemie-Maschine. Ich glaube, ich bin ein bisschen Kamikaze hier mit meiner Aktion, aber was soll's. Auf geht's. Holz, zwei Steine. Ich habe auch noch keinen weiteren Baum gepflanzt, nachdem ich die ganze Zeit gefällt habe. Mal gucken, was gleich... Könnte natürlich jetzt schief gehen. Ist es ja schon wieder hell? Ja, ging ganz schön schnell. Ja. Ein Pilz. So, zweimal das. So, wir haben eine Alchemie-Maschine. Nice. Sehr gut. Und eine Spitzhacke. Jawohl. Ah, es brennt hier alles an. Ah. Kann mal jemand... Nein, ist okay. Bleib weg. Ja, genau. Sonst ist okay. Sind wir gleich wieder tot. Bleib weg. Wenn wir jetzt zu dir kommen. Lass einfach mal alles abbrennen, was jetzt hier gerade brennt. Ich hab jetzt Asche. Ah! Die macht alles zu Asche. Alles zu Asche. Ja, du Asche. Ich will sie nicht auflassen von mir jetzt. Mir kommt so vor, als wäre meine Folge extrem langweilig. Ich muss lernen, erstens mehr zu reden und zweitens mehr wagehalsige Aktionen zu machen. Kann es sein, dass es ganz machen? Schön heiß ist gerade? Denn irgendwie brennt hier gerade alles an, obwohl hier kein... Das Feuer ist doch weit genug weg, das kannst du mir doch nicht sagen, dass das Feuer so nah... Du musst doch die Sonne sein hier. Das Nein, es ist nicht so heiß, sonst würde der Rand von da, wo Welt steht, leuchten. Das ist doch nicht meine Illusion. Das ist doch nicht meine Illusion. Okay, dann eben nicht. Lange brennt hier dieser Busch jetzt. In der nächsten Folge macht Lirina dann ihr Solo-LP. Das ist schon wieder so weit. Außerdem... Ich versuche hier Sachen zu sammeln, ja? Ja. Die ganze Zeit kommt sowas wie, oh, ah, oh,
Hilfe! Ah! Ja, weil irgendwie alles mich töten will hier. Unterschwellig für... Hey, Leute! Guckt nicht bei den anderen, guckt bei mir! Bei mir ist es viel spannender und aufregender. Ich hab das Gefühl, ich schwimme. So, ich mach jetzt hier eine Falle hin. Yay! Die müsstet ihr eigentlich auch auf der Map sehen, wo die Falle liegt. Was wir auf jeden Fall sehen, ist, dass wir wirklich jetzt am Folgenende sind. Oh. So schnell kann's gehen. Ja. Das heißt, liebe Marsha. Liebe Marsha. Das war dein Stichwort. Ja, warte, ich muss mich mental darauf vorbereiten. Ich hasse sowas. Es ist immer sehr. Hier ist Fleisch! Oh, ich hab ein Ei gefunden. Gut. Dann bedanke ich mich hierfür erstmal beim Zusehen und hoffe, es hat Spaß gemacht. Ich bedanke mich auch bei der Lirina für ihr eigenes Solo-Let's Play da das oben. Das ist doch gar nicht beabsichtigt. Ich bin befolgt. Und ich bedanke mich beim Extreme dafür, dass er mitgemacht hat. Sehr gerne doch. Beide Kanäle findet ihr auch unten in der Beschreibung. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Überleben. Tschüss! Tschüss!